Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbaldi und damit auch willkommen bei einem neuen Video bzw. einer neuen Aktienschau. Wir gucken uns heute mal ein paar spannende Themen an, die sowohl gestern als auch heute passiert sind. Vom Montag das fassen wir etwas kürzer zusammen, von heute also vom Dienstag werden wir das Ganze etwas ausführlicher machen. Es gibt wieder sehr, sehr viele spannende Themen, unter anderem von äh, zum Beispiel Biontech bzw. Moderna. Dann natürlich auch noch von Northern Data habt ihr sicherlich mitbekommen, die sind ziemlich stark gestiegen, ebenfalls von Meta, also von Facebook und zum Beispiel auch von Shell. Wir fangen jetzt einfach mal ganz kurz mit dem Montag an. In den Timestamps könnt ihr das dann erkennen, wenn euch das von gestern alles gar nicht mehr interessiert. Also fangen wir jetzt direkt einmal an. Und zwar mit Shell. Denn Shell möchte gerne den steuerlichen Hauptsitz von den Niederlanden nach Großbritannien bringen. Das heißt also dort soll dann der steuerliche Hauptsitz sein. Royal Dutch Shell, also aktuell ja noch niederländisch. Das wird auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Außerdem ist es so, dass man tatsächlich in Israel den Biontech und Pfizer-Impfstoff sowohl für die Erwachsenen natürlich als jetzt auch für Kinder ab fünf Jahren zulässt. Das heißt also, auch hier gibt es jetzt eine weitere Zulassung für eine neue Altersgruppe. Außerdem hatten Nordex Zahlen vorgestellt. Ich würde behaupten, die waren eigentlich ganz solide. Man muss sagen, man hat leichten Verlust geschrieben, allerdings, was heißt leichter Verlust? Knapp 40 Millionen Euro. Allerdings ist es tatsächlich so, dass man natürlich auch zu kämpfen hatte mit unter anderem höheren Rohstoffpreisen und natürlich auch höheren Kosten für die Transporte. Habt ihr sicherlich schon aus ganz, ganz vielen Bereichen mitbekommen. Da ist Nordex natürlich jetzt nicht gerade befreit von. Deswegen tut es dort natürlich auch weh. Trotzdem grundlegend solide Werte. Kommen wir mal zu einem spannenden Thema und zwar LKWs. Haben wir ganz oft ja schon drüber gesprochen, zum Beispiel von Daimler, also Daimler Trucks und so weiter. Und jetzt kommt noch was von Gili. Und zwar gibt es dort oder soll es dort ab 2024 einen neuen LKW oder einen neuen Truck geben. Und zwar den Home Truck, also. Home ohne E, also Home Truck, ich hoffe das ist richtig ausgesprochen. Und zwar soll der ab dem Jahr 2024 sowohl produziert werden als dann auch direkt im Jahr 2024 natürlich rauskommen und dementsprechend auch verkauft werden. Das war's jetzt eigentlich auch schon mit der kurzen Zusammenfassung vom Montag. Wir kommen jetzt direkt mal zum Dienstag. Und dort gab es ein paar, ja, ich sag mal, spannende Prognosen, auch unter anderem von der europäischen Wirtschaft, was man dort für einen BIP erwartet, beziehungsweise was man für ein Wachstum erwartet. Und zwar hat man jetzt auch nochmal die Angaben bestätigt. Im dritten Quartal 2021 konnte man ein Wachstum von 2,2 Prozent vorweisen. Das ist im Prinzip genau das, was auch geschätzt wurde und auch die Gesamtjahresprognosen von einem Steigenden BIP über 3,7% werden ebenfalls weiter bestätigt. Das heißt also, auch dort hat man nochmal eine Bestätigung ausgesprochen, dass man das weiterhin als Ziel hat, auch weiterhin erreichen möchte. Auch diese 3,7% sind im Übrigen das, was erwartet wird von vielen Analysten und Experten. Novartis errichtet übrigens noch einen weiteren Standort und zwar in München. Aktuell hat man in Nürnberg 1000 Mitarbeiter. Dort möchte man das Ganze so ein bisschen aufteilen. Über längere Zeit gesehen möchte man gerne in die Richtung gehen, dass man 500 Mitarbeiter in München hat und 500 Mitarbeiter in Nürnberg. Man erwähnte auch nochmal, dass die Partnerschaft mit der Uni in Nürnberg zwar sehr gut sei und dass es alles auch problemlos läuft. Allerdings ist das so, dass das Gebäude von Novartis einfach schlichtweg nicht mehr dem Standard angepasst ist oder nicht mehr dem Standard entspricht, den man heute erwartet. Und dementsprechend gibt es halt das neue Büro. Ab 2022 wird ein temporäres Büro eröffnet und ab 2024 dann gibt es tatsächlich den finalen Einzug. Und jetzt kommen wir, finde ich, zumindest nochmal zu einem richtig spannenden Thema und zwar zu Meta. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens gerne abonnieren und auch natürlich liken. Da freuen wir uns immer drüber. Kommen wir jetzt auch direkt mal zur Sache. Denn es gab ja von einer Whistleblowerin unter anderem ein paar, ich sag mal, naja, erschreckende Erkenntnisse, die man sich eigentlich schon gedacht hat, beziehungsweise viele schon gedacht haben, aber offensichtlich, ja, wobei wahrscheinlich hat man sich das auch in anderen Bereichen gedacht, allerdings wollte man es vielleicht nicht so wahrhaben oder nutzt das Ganze jetzt einfach schlichtweg für eine Klage. Und zwar ist es so, dass ein Pensionsfonds aus Ohio jetzt klagt, ganz einfach deswegen, weil man sich etwas oder etwas mehr veräppelt fühlt, weil man gesagt hat, dass Facebook natürlich nicht wirklich die Wahrheit gesagt, hat gerade was jetzt zum Beispiel Schutz von Kindern und so weiter angeht, man ist auch unter anderem in Meta, also in Facebook, damals zumindest investiert gewesen oder ist auch noch investiert und da erwartet man jetzt einfach einen Schadensersatz. Man hatte nämlich Teile verkauft, nachdem die Whistleblowerin ja Sachen gesagt hatte, also wo es einfach schlichtweg um die News dann jetzt ja auch ging, gerade um den Schutz von Kindern und so weiter, ist der Marktwert von Facebook ziemlich abgerauscht. Knapp 150 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung hat man verloren. Dementsprechend natürlich auch selbstverständlich läuft das über die Aktien, die sind also gefallen und deswegen möchte man gerne einen Schadensersatz, weil man zu der Zeit Zeit dann auch Aktien tatsächlich verkauft hat. Das heißt also man hat Aktien eingekauft, einige auch für Gewinn verkauft, andere jetzt aber für Verlust verkauft, ganz einfach aufgrund dessen, was die Whistleblowerin ans Licht gebracht hat und genau deswegen fordert man jetzt Schadensersatz. Da gibt es jetzt natürlich die einen, die sagen absolut zu Recht, man hätte das nicht wissen können oder viele haben es sich vielleicht schon gedacht, aber es stand nie wirklich fest und die anderen, die dann einfach schlichtweg sagen, das geht eigentlich gar nicht, weil man letztendlich nur versucht, was man selber schlecht gewirtschaftet hat, man hätte auch einfach abwarten können. Jetzt gerade ist der Kurs ja schon wieder relativ hoch oder zumindest höher als zu der Zeit von Facebook und da hätte man einfach schlichtweg schlecht gewirtschaftet und deswegen versucht man jetzt irgendwie mit Schadensersatz nochmal neues Geld einzunehmen für das eigene Verschulden. Da gibt es also so ein bisschen so zwei Stimmen. Facebook selber ist sich dann natürlich auch keiner schuld bewusst. Kommen wir mal zu Airbus, denn auch dort gibt es eine sehr spannende Nachricht. Man hat ja auch bei Airbus Frachtflugzeuge jetzt gerade auch nochmal den A350 als Frachtversion, also relativ neu rausgebracht. Und das ist ein Marktumfeld, was sehr, sehr von Boeing auch dominiert wird. Und da möchte Airbus natürlich auch ein bisschen mehr, ich sag mal, abgreifen. Und da haben sie jetzt tatsächlich auch den ersten Auftrag bekommen. Und zwar geht es dort um sieben Flugzeuge, sieben Frachtflugzeuge des Typs A350, die von einer Airline gekauft werden von einer cargo airline und zwar von einer airline und die möchte damit natürlich auch auf dem cargo markt was erreichen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jisra Airways, die haben jetzt sieben Stück gekauft. Damit natürlich jetzt auch mal ein kleiner Erfolg für Airbus, um einfach mal in diesem Markt jetzt wirklich aktiv reinzukommen. Und damit kommen wir jetzt auch schon mal zur, oder nochmal zur nächsten Klage, und zwar eine Klage von JP Morgan gegenüber Tesla. Denn dort sagt man, man hat bei Tesla einfach schlichtweg Zahlungen nicht geleistet, es geht dort um Aktienoptionsscheine, eigentlich hätte Tesla dort Geld zahlen müssen an JP Morgan, da gibt es auch keinen rum das Ganze, so wie es vertraglich abgeschlossen wurde, hätte eigentlich, oder bei diesem vertraglichen Abschluss, so wie es gelaufen ist, hätte eigentlich eine Zahlung kommen müssen, die ist allerdings nicht gekommen und deswegen versucht JP Morgan gerade die 162 Millionen US-Dollar von Tesla zu erklagen, beziehungsweise sich das Geld halt, was sie zu Recht eigentlich hätten bekommen müssen, natürlich jetzt zu holen. Ganz einfach jetzt noch mal gesagt, es ist halt so, dass man diese Aktienoptionsscheine halt hat, wenn man über dem Ausgabepreis ist oder wenn der Aktienkurs von Tesla über dem Ausgabepreis ist, dann muss halt dementsprechend gezahlt werden, das war die Abmachung, also was war die Abmachung, ist halt klar, dass das die Abmachung war. Nur es ist halt einfach schlichtweg so, dass das Ganze laut JP Morgan auch passiert ist. Dementsprechend hätte Tesla zahlen müssen, entweder in Aktien oder in Bar, und beides ist halt dementsprechend noch nicht erfolgt. Kleine weitere News dazu ist jetzt eigentlich gar nicht ganz so wichtig, aber wenn ich eh bei Tesla bin, habt ihr sicherlich mitbekommen, was Musk gemacht hat bei Twitter, diese Umfrage von wegen, dass er Tesla-Aktien verkauft, wenn man für Ja abstimmt oder wenn der meiste Teil für Ja abstimmt, hat er auch gesagt, wie viele. Letztendlich ist es so, dass ihm dort auch noch mal so ganz nebenbei vorgeworfen wird, dass es natürlich andere Gründe hat, als dass er jetzt wirklich aktiv Steuern zahlen möchte, sondern dass das Ganze einfach schlichtweg andere Gründe hat und es ist jetzt einfach tatsächlich so, dass er noch mal weitere Teile verkauft hat. Und zum Abschluss würde ich mal sagen, kommen wir jetzt noch zu zwei Aktien und zwar beide aus Deutschland. Wir fangen jetzt einfach mal mit so plus an. Dort geht es noch immer um die Übernahme bzw. so halb. Denn das Quartal, das dritte Quartal ist nicht ganz so gut gelaufen. Das liegt unter anderem an hohen einmaligen Transaktionen, die mit der Übernahme zu tun haben. Deswegen ist das Ganze auch nicht ganz so schlimm. Der Aktienkurs hat sich eigentlich quasi gar nicht bewegt. Denn es geht noch immer um die Übernahme. Dort ist es natürlich einfach schlichtweg so, dass das Geld bestehen bleibt und deswegen ist der Aktienkurs davon jetzt nicht wirklich stark beeinflusst worden. vor allen Dingen ist es auch so wie gesagt einmalige Transaktion war auch schon so ein bisschen zu erwarten und insgesamt ist es jetzt also so, dass man eigentlich jetzt ganz zufrieden ist denn das Wachstum im Heimtierbedarf ist ziemlich stark gestiegen auch bei Zo+. Und damit kommen wir zur letzten ganz, ganz kurzen Nachricht. Und zwar North Data ist euch sicherlich aufgefallen, ist über die letzte Zeit wieder oder über die letzten Tage ziemlich stark gestiegen, denn es gibt tatsächlich jetzt ein uneingeschränktes Testat für 2020. Da hat man ja ewig lange drauf gewartet. Letztendlich wurde das Ganze immer verschoben, verschoben, verschoben. Dann haben viele Anleger einfach schon richtig Schiss natürlich bekommen, dass das Ganze so ein, vielleicht so ein bisschen so ein neues Wirecard wird. Und letztendlich wurde das Ganze jetzt testiert, also, also, dort ist man jetzt ziemlich erleichtert, auch auf Anleger-Seite. Deswegen ist der Aktienkurs auch ziemlich stark gestiegen. Heute muss man sagen, wieder ganz leicht im Minus. Aber einfach, ja, ich glaube, wenn wir jetzt mal auf den Aktienkurs gucken, braucht man da nicht viel zu sagen. Man hat einen sehr, sehr starken Anstieg. Die Aktie ist richtig heiß gelaufen, sehr, sehr viele Tage, weit über plus 10% hintereinander gemacht. Und deswegen war das jetzt voraussehbar, dass es dort vielleicht mal wieder einen kleinen Rücksetzer geben wird. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann auf jeden Fall gerne abonnieren, liken, auf unserer Internetseite natürlich vorbeigucken. In unserem Podcast könnt ihr auch reinhören. Im Übrigen, das, was ihr hier seht, gibt es auch als Podcast. Also gerne reinhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.